ihr seht nur unsere Hände. Und ja, Luisa sowieso nur alles, was vom Kopf runter geht. Setzt du dich bitte hin? Ja. So. Und zwar, ich zeige euch jetzt mal eben unser ganzes Equipment, was wir jetzt zum Arbeiten haben. Ja, einfach hinstellen, damit die Leute das sehen, Luisa, ne? So, und zwar geht es darum, wir möchten heute mit euch Duftseifen herstellen. Und zwar, ja, ihr seht mich jetzt wahrscheinlich nicht, nur wenn ich so mache. Also verzeiht es mir, anders kann ich es nicht machen. Wir machen heute Duftseifen und dafür brauchen wir halt diese ganzen Sachen. Eigentlich brauchen wir heute nur das hier alles. Also diese Sachen hier. Also ich hoffe, ihr versteht mich, weil Luisa erzählt nebenbei jetzt auch noch was. Und zwar, ja, wie gesagt, brauchen wir jetzt diese Sachen hier alle plus dem, was ich euch jetzt noch zeige. Die Firma Cosmetic Kitchen war so lieb und hat uns das hier zur Verfügung gestellt. Und da bedanke ich mich schon mal recht herzlich für, weil das ist für mich absolut Neuland. Neuland mit den ganzen Seifen herstellen. Und wir wollen das halt als Geschenk für Ostern noch fertig machen. Und ja, ich hoffe, es gelingt uns, diese Seifen herzustellen. Hallo Kinder! Hallo Kinder! Okay, auf jeden Fall haben wir hier zwei verschiedene Düfte und zwei verschiedene Farben. Wir haben uns an Gelb und an Grün gehalten, oder Gelb oder Orange-Grün, es kommt immer drauf an. Und zwar haben wir hier einmal die grüne Farbe, die wir benötigen, und einmal die gelbe Farbe. Und weil das halt die Osterfarben sind. Genau. Und hier kommen jetzt die zwei Düfte. Wir haben hier einmal den Duft, den fand ich so toll. Ja, das muss ich zeigen. Ja? Genau. Also wir haben hier Zitronengras und Bambus. Genau. Und wir haben hier Granatapfel und Aprikose. Genau, und durch das ganze Programm führt uns heute Luisa scheinbar. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier diese Silikonform gekauft. Bei Amazon gibt es die. Die sind extra für Seifen. Und da haben wir einen Osterhase, ein Ei und so ein Dings halt, so ein Nest und so weiter. Und das werden wir heute mit euch machen. Und damit das nicht zu lange dauert, legen wir jetzt einfach mal los. Ich hoffe, dass uns das gelingt. Viel Spaß dabei! So, das ist jetzt nochmal die Silikonform, recht klein. Recht fluffig sind die, also ihr seht das ja. Genau, kannst dich wieder hinsetzen. So, und ich verschönere das dann später mit so Bändchen noch. Und die habe ich jetzt hier vom Depot zum Beispiel. Für 1,99 kriegt man das hier. Das hat auch beide haben 1,99 gekostet. Ich habe mich halt auch an die Farben gehalten. Dann versuche ich heute etwas mit Federn. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. So wie ich das sehe, wahrscheinlich nicht, weil die müsste ich noch zurecht schnippeln, aber ich lasse mir da mal was einfallen. Also ich bin mega nervös. Und dann habe ich hier noch so Dekosand. Mal gucken, ob ich den noch benutzen kann. Oder Dekosteinchen. Mal gucken. Und jetzt geht's los. So, damit fangen wir jetzt an. Das ist die Basis, also es ist eine Seifenbasis, die wir hier haben. Die muss jetzt erhitzt werden. Und das mache ich jetzt in der Mikrowelle und ich hoffe, die fliegt mir jetzt nicht um die Ohren und dann bin ich gleich wieder da. So, ich habe das Ganze jetzt erhitzt in der Mikrowelle. Also ich muss euch ganz dringend sagen, bitte vorsichtig genau hinsetzen. Es ist sehr heiß. Ich habe es jetzt umgefüllt in zwei Behälter. Ich habe hier meine Tupper-Sachen genommen und ihr seht, es wird jetzt so langsam, also es ist flüssig, aber ich muss mich jetzt halt beeilen und werde jetzt da mal Farben reintun. Und zwar werde ich das jetzt mal mit Gelb machen. Das ist jetzt zum Beispiel eine Farbe. So, ich habe jetzt hier einmal die Farbe Gelb. Die werde ich jetzt einfach mal da reintröppeln. Bin jetzt gespannt. Ich schüttel das erstmal. So, ich bin mal gespannt, wie das wird. Wie man das... Oh, jetzt wird es schon...
weiß nicht, ob das richtig ist, wir werden es gleich sehen. Und hier mache ich die Farbe Grün rein. Achso, kann ich den Löffel haben, Luisa? Jetzt einmal hier das Gelbe, guck mal. So, dann vermische ich das erstmal. Ja, warte. Jetzt einmal die gelbe Farbe. Ja, warte. So, dann gehe ich jetzt auch in die grüne Farbe damit. Komm, wir machen das zusammen. Festhalten, vorsichtig. Langsam, ui. Ja, vorsichtig. So, das ist natürlich jetzt richtig schön grün. Super, okay. So. So. Und dann machen wir da jetzt Düfte rein. Und zwar müsst ihr das dann selber entscheiden, wie ihr das macht. Wir haben jetzt hier einmal das Zitronengras. Das nehme ich jetzt mal für das Grüne. Oh, riecht gut, ne? Also da müsste wirklich, da habe ich jetzt einfach 3 Tropfen jetzt reingemacht. Ja, warte. Und von dem Aprikosenduft. Oh, das riecht so gut. Ja, warte. Von dem Aprikosenduft. Riecht das auch gut. Da habe ich jetzt 6 Tropfen genommen. So. Das Ganze vermischen wir halt nochmal. Und zwar, warte. Ja. Ah, möchtest du? Dann komm. Also es wird schon fest. Also ich muss mich jetzt, wie gesagt, ich muss mich beeilen. Ja, das ist für Luisa natürlich überhaupt keine Option gerade, dass Mama sowas macht. So, muss ich mal eben schnell das sauber machen, nicht dran gehen. So, und das Ganze mache ich dann auch hier. Und mische das Ganze wieder. Nicht anfassen, wie es ist heiß. Und ihr seht, es wird schon richtig fest. Deswegen muss ich jetzt reagieren. Also ich muss jetzt loslegen. So. Und nehme jetzt erstmal das Grüne. Also wenn ihr jetzt hier in diesem Raum wärt, würdet ihr mitbekommen, was ich so alles rieche. Es riecht total lecker nach Aprikose und nach Zitronengras, also richtig schön. Ich habe das jetzt umgefüllt, weil man muss einfach schnell arbeiten damit. So, diese Silikonform, die lasse ich jetzt erkalten und dann schauen wir mal, was ich da noch so draus machen kann. Also es waren jetzt die ersten Seifen, die ich in meinem ganzen Leben jetzt gemacht habe. Und wir wollen mal gucken, wie das so weitergeht. Dadurch, dass ich nur eine Silikonform habe, muss ich jetzt halt warten, bis die fertig sind, damit ich dann die weitere Masse erhitzen kann. Deswegen habe ich auch nur die Hälfte erstmal in die Behälter gemacht. Und ja, drückt die Daumen, dass es was wird. Ich bin gespannt. Also, bis später. So, ich habe jetzt hier noch Federn, die habe ich mir damals beim Depot auch im großen Paket gekauft und da ist mir jetzt eine Idee gekommen. Ich hoffe, es funktioniert. Oh, oh, die sind hier schon fest. Wir werden sehen. Und zwar werde ich jetzt hier ein paar Federn zurecht zupfen.
So, es ist jetzt etwas später am Tage und zwar habe ich selber das jetzt nochmal probiert für mich, ob ich andere Dinge ausprobieren kann mit der Seife. Und ja, es geht und ich könnte mich jetzt gerade ein bisschen ärgern, dass ich nicht noch andere Farben genommen habe. Und zwar habe ich jetzt, ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt, jetzt wegen dem, ich habe nämlich das Licht jetzt oben angemacht. Ich habe hier jetzt, das ist jetzt alles schon am Trocknen, das sind so Eier, wo die Schleifen noch mit angesetzt sind. Da habe ich jetzt so einen Test gemacht, das hat nicht so funktioniert, aber da habe ich das zum Beispiel ausgefüllt. Mal gucken, wie das dann aussieht. Und hier auch, aber das sieht man jetzt nicht. Also ich bin gespannt, wie das wird. Aber ich kann euch nur sagen, also mit diesen Cosmetic-Kitchen-Sachen kann man so viel ausprobieren. Und wie gesagt, ich ärgere mich, dass ich dich, ich ärgere mich, dass ich halt nicht andere, wie soll man sagen, andere Silikonformen vorhanden habe. Aber ich freue mich schon auf die Weihnachtszeit, weil da werde ich dann erstmal richtig loslegen. Und es riecht so lecker und da werde ich auf jeden Fall noch andere, andere Duftrichtungen ausprobieren. Ich weiß gar nicht, sieht ihr das jetzt so besser? Na, da seht ihr das. Und gucken. Na, klappt nicht. Aber so, aber wenn das nachher fertig ist, dann zeige ich euch das. Und ja, dann würde ich sagen, bis gleich. So, ich habe mir jetzt so ein Osterkörbchen geholt. Und zwar, also nicht nur eins, ich habe mehrere. Das ist jetzt so ein grünes, weil ich das eigentlich recht passend finde für die Seifenfarbe, die wir ja benutzt haben. Und habe dann dieses grüne, ja, wie nennt sich das hier, Fitzelpapier oder diese Deko-Sachen, habe ich halt dann auch gekauft. Die gibt es hier so in dieser Tüte. Da. Das habe ich jetzt alles beim Kaufland geholt, weil ich da in der Ecke war. Und dann habe ich dann so ein Körbchen gehabt. Jetzt fummel ich das einfach alles auseinander. Und nicht wundern, hier ist noch der Löffel vom Umrühren der Seife. Und da habe ich noch ein bisschen was übrig. Da freue ich mich drauf. Da werde ich auf jeden Fall für mich noch was machen, was nicht mit Ostern zu tun hat. Ja, und da kommen natürlich nachher die Seifen rein und das möchte ich halt alles sehr schön platzieren. Das ist für die Großeltern. So, die Exemplare sind jetzt fertig und ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Es ist richtig toll geworden. Also ich habe natürlich jetzt ein bisschen experimentiert und man muss es wirklich öfter machen. Und es hat super geklappt hier mit der Schleife. Ich weiß nicht, ob die Kamera das jetzt genau einholen kann. So. Sieht das Ganze jetzt aus. Also ihr seht, die Schleife ist richtig schön geworden. Und ich hatte unten noch so ein paar Steinchen mit reingemacht. Also ich habe da auf jeden Fall noch Ideen, was ich da noch reinmachen kann. Und okay, das sind jetzt so Sachen, die sehr filigran sind, die man mit den Kindern bestimmt ausprobieren kann. Und super einfach ist es wirklich zu machen. Es geht auch schnell. Vor allem bei der Größe dieser Seifen, das seht ihr ja jetzt hier. Es ist wirklich total super und ich bin wirklich froh, dass ich das jetzt mal ausprobieren durfte und wie gesagt, ich habe so viele Ideen jetzt auch im Kopf und ich werde auf jeden Fall noch die Badekugeln werde ich noch ausprobieren, das Schauergel wollte ich noch machen, da gibt es auch noch Videos dann dazu, also ihr dürft euch freuen, da kommt auf jeden Fall was in nächster Zeit und jetzt zeige ich euch mal, wie ich die Körbchen gemacht habe. So, und das ist jetzt mein fertiges Osterkörbchen für die Schwiegereltern. Ihr seht die verschiedenen Arten, die ich gemacht habe. Ich gehe jetzt mal eben mit dem Finger da dran. Also da einmal mit dem Schleifchen. Dann habe ich hier einmal das selbstgemachte, wo ich das in die große Form eingegossen habe. Und einmal mit ein paar Federn. Und so sieht das Ganze aus. Und ich finde vom Kontrast her ist es schön. Ich habe das jetzt hier noch mit so ein paar Bändchen noch gemacht. Und wundert euch nicht, das liegt hier alles noch, weil ich voll in meinem Wahn bin. Und ich würde sagen, man kann es sehen lassen. Meine Lieben, das ist jetzt meine Geschenkidee mit der Hilfe von Cosmetic Kitchen.
Wie gesagt, herzlichen Dank nochmal, dass ich dieses Produkt testen durfte mit meiner Tochter Luisa zusammen. Und ich hoffe, ich konnte euch so ein paar Ideen, jetzt nicht für nur das Osterfest, sondern vielleicht für die kommenden Sachen, die da ja so kommen. Wie zum Beispiel Muttertag, Vatertag, also da kann man auf jeden Fall viel mit anfangen. Und schaut mal bei Cosmetic Kitchen vorbei. Den Link dazu, den setze ich euch in die Infobox. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß und auch nochmal frohe Ostern an euch alle. Und wir sehen uns beim nächsten Video.